Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Sim World 2020. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin's, der Bio. Ja, wir sind heute auf der Linie S8 unterwegs und fahren das ganze Ding heute nach Hagen. Schön, dass du da bist. Wir starten in Wuppertal, Steinbeck und dementsprechend fahren wir das Ganze heute mit der Baureihe. Oh, schön, dass man hier mal ein bisschen linsen kann. 422. Ja, dementsprechend hinsetzen, vorbereiten, aufrüsten. Los geht's. So, Stromabnehmer. So, geschlossen. PZB. Sie fahren an. Die Türen bitte freischalten. Oder auch nicht. Wieso nicht? Achso, weil sie hier noch gar nicht einsteigen wollen. Okay, dann mache ich erstmal hier soweit alles fertig. So. Und ja, ich glaube, wir sind startklar. Weil wir halten erst am Wuppertal Hauptbahnhof. Befreien uns. Und fahren jetzt zügig in den nächsten Bahnhof. 10:01 ist Ankunft. Hui. Muss sagen, also bin jetzt nun schon ein paar Linien gefahren. Ich muss sagen, diese DLC gefällt mir von allen am meisten. Ich weiß nicht warum, aber den finde ich eigentlich ganz spannend hier. So, dann die Türen auf. Die FIS müssen wir einstellen. Zug, Route eingehen, Zug 1, warte mal. So, was haben wir hier? Haben wir S8 nach Mönchengladbach? Nach Halle Hauptbahnhof. Okay. Dessau. Ah ja. Das ist schon wieder was, was ich wieder nicht verstehe. S8 Magdeburg Hauptbahnhof, S8 Hagen, hier haben wir ihn. So, Zug 1. S8 Hagen, so, Zugverbindung, bestätigen das Ganze. Und dementsprechend müssen wir jetzt warten bis 10:01, können wir hier schon die Türen schließen. Und damit haben wir fertig. So. SIFA. Nächster Halt Wuppertal unter Barmen. So, perfekt. Die Strecke ist schon wieder äußerst leise hier, mal. Oder der Zug eher. Muss schon wieder ein bisschen lauter machen. Während der Quietschi so extrem laut war.
Perfekt. So, können wir Fenster aufmachen. Jetzt ein bisschen lauter. Fahrgäste einsteigen lassen. Ach ja. Schon schön alles. Hey, was ist denn los? Bis jetzt sind wir noch pünktlich unterwegs hier. Ändert sich alles noch. Wir gerade erstmal losgefahren, ne? Aber hier ist es schon bewölkt. Ich finde das halt auch ziemlich cool, dass du halt das Wetter halt immer individuell bearbeiten kannst. Mal fährst du es bei Regen, mal fährst du es bei Schnee oder bei Sonnenschein oder sowas, ja. Das finde ich ja halt cool, dass sie das halt mit eingebaut haben. Nächste halt Wuppertal-Barmen. Es gibt ja auch ein Tool, wo man ja sich die Ansagen hier so abspielen lassen kann. Ob man jetzt ich glaube, das sind nachgesprochen, das sind keine Originalen. Und das ist wohl eine Software, die es noch für den Microsoft Train Simulator damals gab, die man jetzt auch für Trainsim World benutzen kann. Weil, wie gesagt, Ansagen hast du ja hier überhaupt keine, was ich persönlich ein bisschen mau finde, denn warum nicht, ja, man kann noch Ansagen einsprechen. Oh mein Gott, wenn sie da hier ihre YouTuber da befragen, die sie doch sowieso immer mit den ganzen Content hier immer belagern, dann können die doch auch mal ein bisschen was zurückgeben und einfach mal die Ansagen sprechen. Ich sag mir halt, lieber irgendeine Ansage von irgendwem, als wie gar keine Ansage. Finde ich persönlich schon ziemlich nice. Aber naja, was ich ist, es ist nicht. Kannst du ja notfalls ja selber einsprechen oder sowas. Über Stream, der könnte ich sie ja zum Beispiel auch separat einspielen lassen. Das würde auch gehen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ja, Zeit. Das kenne ich gar nicht. Guckt euch doch diese Qualität an. Guckt euch bitte doch diese Qualität an. Und wenn wir das denn jetzt zukünftig auch in Transim World 2 bloß noch besser erleben dürfen, dann kannst du mir sagen, was du willst, aber holy. Ich meine, klar, es gibt wenig Content, ja? Das ist keine Frage für Transim World 2. Aber er sieht einfach nur astrein aus. Ich finde auch, dass Dovetail Games sich vielleicht ein bisschen öffnen sollte. Dass man vielleicht dann auch Freeware-Karten erstellen kann. Ich meine, schön und gut, dass du jetzt hier so Szenarien erstellen kannst in Transim World 2, aber was hat das denn bitte für einen Sinn? Ganz ehrlich, wenn du die Aufgaben nicht weitergeben kannst, das macht so überhaupt keinen Sinn. Weil erstmal A, es ist sowieso Standard-Content. Es gibt ja keinen Fremd-Content, den du ja hier benutzen könntest. Also können doch Leute hier auf Szenarien basteln und das dann weitergeben. Was weiß ich nicht. Und ich setze mich doch selber jetzt nicht hin und bastel jetzt für mich ein eigenes Szenario. Was macht das für einen Sinn, ja, wenn ich dann hier einfach freies Spiel spielen kann oder sowas? Klar kann ich dann auch mal so spezielle Szenarios machen, wie da fällt ein Baum auf die Schiene oder was weiß der Geier, aber das weiß ich nicht. Ich habe es leider also nicht ganz verstanden, warum man das so macht. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas.
nicht zeitgerecht bestätigt. What? Ja, da haben wir die nächste Zwangsbremsung. Oh, das läuft großartig, Leute. jetzt sind wir wieder nur mit 45 jetzt hier weiterfahren. Denn ernst. Die Wuppertaler Schwebebahn. Das Problem ist, was mir auch auffällt, ist, wenn ich quatsche, bin ich abgelenkt. Da gucke ich auf tausend andere Sachen. Jetzt hat man sie natürlich nicht gesehen, die Schwebebahn. Da ist sie. Dann auch noch hier langsam mal rollt, als wie ich dürfte. Jetzt haben wir natürlich mit Verspätung. Ja, mal gucken, ob wir die wieder rausholen können. Wuppertal Oberbarmen. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Durch das ganze Gequatsche immer sowas bin ich sowas auch von abgelenkt. Aber wie sieht denn so ein Video aus, wenn du nicht quatscht halt? Ja, so ein Let's Play-Video. Ob sich das irgendwer angucken würde? Ich glaube nicht. Da habe ich auch schon so gemacht, ich habe einfach jedes Signal, egal ob grün, rot oder gelb, alles bestätigt. So, Wuppertal-Langerfeld. Boah, das war natürlich großartig gebremst, ziemlich überhaupt nicht. Geht wieder alles schief. Weißt du, gerade so beim Anspielen oder sowas ging es eigentlich. Ja, gerade nicht mal eine Zwangsbremsung. Ja, dass es jetzt natürlich jetzt hier wieder passieren musste, das ist wieder so typisch. Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Ganz, ja, dann ist es halt so. Ich habe mir nämlich eine Zeit lang immer so übelst den Kopf gemacht. Ja, habe die Folge dann auch komplett abgebrochen, wenn es eine Zwangsbremsung gab. Nobody's is perfect, sage ich ganz einfach. Wie gesagt, die Schwierigkeit ist halt, ja, nicht einfach nur stumm zu fahren, sondern dazu ja auch mal so ein bisschen zu reden, zu plaudern und alles, was sich dann auch noch auf die Strecke zu konzentrieren und so weiter und so fort. Ja, das ist schon ein bisschen herausfordernd. Und wenn da die Zwangsbremsung kommt, dann ist es halt so. Wie gesagt,
ich mache es ja nur just for fun. Ja? Wenn es jetzt natürlich ernst wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch so richtig konzentriert davor sitzen. Der wirkt hier schon ein bisschen sehr klein hier. Der Bahnhof Schwelm West. Ja, passt aber. Hui! Passt aber. Kannst du nichts sagen dagegen, ja? So. Kriegst du nicht mehr raus, wa? Die. Die Verspätung. Oh Gott. So, nächster Halt Schwelm. Wahnsinn, weil das hier auch noch extrem fies ist, weil hier nämlich der Bahnhof so einen Knick nach unten macht, da sackt der Zug natürlich nochmal nach und schiebt von hinten. Aber naja, hat ja alles gepasst. Stehen ja hier. So, wunderbar. Weil dann irgendwann mal rot ankreuzen, wenn wir mal eine Folge hier ohne Zwangsbremse schaffen. Ho, 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 ho. So, nächster Halt, Gemmelsberg West. So sieht's aus.
Nicht zu schnell werden, bitte, danke. Concentration hier, Leute, Concentration. Wie hier manchmal so einfach so Blümchen so mitten auf den Gleisen hier rumstehen. So wie hier der erste Zug sind, der hier heute rüberfahren. Viel zu früh gebremst schon wieder. Naja, er fällt nicht raus, sagen wir es mal so. Aber guck mal hier, ja, Mr. Imcheck hier stand aber auch nicht wirklich drin. Sind schon sehr, sehr knapp bemessen hier. So. So, gib jetzt per Kipp. Sind sogar pünktlich. Aber wir haben die, mit ein bisschen Glück, die Verspätung der Zwangsbremse wieder rausgeholt. Wäre natürlich schon schön. Ja, zum Beispiel, genau ja, das gleiche auch wie mit Susi. Ne? Susi habe ich ja jetzt in letzter Zeit ja. Passt schon. Ja, auch ein bisschen vernachlässigt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, man kann sich ja auch nicht in 20 teilen. Und ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der jetzt hier 20 Videos am Tag hochladen möchte. Somit habe ich ja bloß in dem Sinne ja 6 Tage. Ja, 7. Tag ist ja ein ÖPNV-News. Und da kannst du halt nicht wirklich viel machen. Jetzt würdest du ja auch nicht immer eine Woche warten, bis jetzt zum Beispiel die nächste Folge OMSI kommt oder Trainsim wird.
Ne? Das ist natürlich klar. Oder halt Bus-Simulator, der schon so ein bisschen mit Story und sowas, ne? So, Gimmelsberg Hauptbahnhof. Uhr Ankunft, wir haben unsere Verspätung raus. Sehr schön. Haben wir die echt wieder rausgefahren hier. Großzügiger Fahrplan, muss man mal lassen. Das hätte jetzt auch uns jetzt bis zum Ende begleiten können, ja, dass wir die Verspätung da jetzt überhaupt nicht rauskriegen. So, nochmal ein Bild davon gemacht. So, nächster Halt, Gebelsberg Knapp. So, Dalle. Haben wir ein bisschen vor uns. Zum Beispiel auch mal so ein bisschen Grund, so, warum so Train Simulator oder Zusi oder sowas mal wegfällt. Weil die Folgen halt schon deutlich, deutlich mal länger werden, aber so ist das halt. Ja. Man kann es nicht mixen und ich würde es halt nicht cutten, weil ich es blöd finde. Muss man sich das leider dann irgendwie pausieren und dann sich später nochmal irgendwie an der Stelle dann halt wieder angucken. Na? So, mit 90 geht's dann weiter. Nächster Halt Hagen, Westerbauer.
muss mich hier schon mehr konzentrieren, als wir jetzt zum Beispiel bei Omsi oder sowas halt, ja. Also ein bisschen Bus fahren oder sowas. Das mittlerweile mit verbundenen Augen, ja, aber ey, Zugfahren, das ist echt. Das ist halt auch gefühlt Neuland denn halt, ne? Also. Hier zum Beispiel brauchst du ja auch Streckenkenntnisse und alles was, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel hier ohne diese Marker fahren würdest, ich würde kaputt gehen. Wenn ich mir dann auch noch merken müsste, ja, wo jetzt die ganzen Bahnhöfe oder sowas wären. So. Das ist auch immer geil, warum das hier immer so rumzittert denn, ja? Oh, Kollege kommt. Ich finde die Bauerei auch ziemlich nett, ja. Sieht echt hübsch aus. Sieht hübsch aus. So, 31,25. Boah. Was soll ich jetzt hier eine Minute machen? Natürlich immer so ein bisschen perfekt Zeit hier, sich mal so ein bisschen die Gegend hier anzuschauen. Zum Beispiel auch, was ich nicht gemacht habe, ja, mich mal hier so ein bisschen frei bewegt, mal als Fahrgast so mitzufahren oder sowas. Da ist nichts, was man machen kann. Ist auch nichts, was man machen kann. Streckenstörung ist auch nichts. Hier kann ich nichts machen, hier kann ich nichts machen, hier kann ich auch nichts machen, auch nichts. Hier kann ich überall nichts machen, okay. Lauf, 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 lauf. Na toll. Jetzt habe ich mir ohne eine Verspätung jetzt hier reingehauen, weil ich jetzt hier spazieren war, ja? Nächster halt Hagen-Heubing. Weil zum Beispiel wieder, was ich wieder kaum identifizieren konnte. Da hätte ich jetzt locker nämlich ein gelbes Signal darunter verbergen können. Mm-hmm.
Perfekt, Schwierchen drin. So, gibt's hier irgendwas? Radafitti, kann man hier irgendwas machen? Da liegt Müll, Streugut. Siebzig. So, Hagen, Weringhausen. Stopp. Ist doch mal gut gegangen. So. Hat gerade so gepasst, ey. Meine Güte. Ja, und ich glaube, sind wir ja auch schon wieder kurz vorm Ende unserer Fahrt hier. Ja, blöd, dass das am Anfang total mal wieder in die Hose gegangen ist. Die restliche Fahrt war ja natürlich dann ohne Vorkommnisse. Ja, ja, so ist das manchmal. Aber wie gesagt, nobody is perfect. Ich kann nicht alles. Darf man mir dementsprechend nicht übel nehmen. Siefer. Siefer. Ja, sind sogar pünktlich.
in Hagen angekommen. Trotz Zwangsbremsung. So lobe ich mir das. Oh. Die muss zu, die Tür. Fall alle raus. Fall alle einfach raus. Ja, Leute, das war's wieder. Das war eine weitere Folge Trainsome World hier mit mir, dem Bio. Wie gesagt, schade, dass die Zwangsbombe jetzt am Anfang da war. Aber sonst lief die ganze Fahrt ja eigentlich relativ gut. Für mich, wie gesagt, eines der besten DLCs hier, die es für Trainsome World 2020 gibt, meiner Meinung nach. Aber das ist halt wieder Geschmackssache. Ich glaube, das ist im Wuppertal hier. Und könnt ihr gerne mal eure Lieblings-DLCs für Trainsome World 2020 hier in die Kommentare posten. Zum Beispiel, was wollt ihr auch gerne sehen? Ja, vielleicht habt ihr irgendeine Strecke, die ihr nochmal sehen möchtet. Ja, dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Schreibt es am besten unten mit rein. Und ob wir es machen oder nicht, das entscheide ich dann immer sehr, sehr spontan. Ja, aber auf gut Glück ist vielleicht eure Strecke mit dabei. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und sonst bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn, tschüss.